Ja, hallo, herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Ja, ich habe mich lange nicht gemeldet. Ja, keine Ahnung. Und zwar möchte ich ja wieder ein bisschen mehr Output bieten, und zwar mehr Bioshock und vielleicht auch mal andere Sachen. Mal gucken. Also, Verkaufsautomat, dann schauen wir mal. Hat gesagt, wir sollen uns was holen. Was holen wir uns denn da? Munition für Pistole haben wir voll. Auch voll. Salz haben wir nicht ganz voll, aber. Ach so. Okay, jetzt haben wir Salz voll. Gut, wo geht's lang? Bring Elisabeth zur First Lady. Was ist hier hinten? Ah. Verhält sich Ihre Haushälterin verdächtig? Stellen Sie ein paar Fangfragen, wie etwa: Finden Sie nicht, die Vox Populi hat ganz recht mit Ihren Foxophon. Beschuldigungen gegen den Das heißt Propheten? Foxophon, ich habe mich immer verlesen. Bestimmt waren Freunde von Ah. Ihnen bei Ihrem Verhör. Ausrüstung betrachten. Die Ausrüstung ist eine Art Spezialkleidung, die dir besondere Fähigkeiten verleiht. Du kannst immer nur vier Ausrüstungsteile gleichzeitig tragen. Je ein Teil pro Ausrüstungstyp. Du kannst dein Ausrüstung. Ach, okay. Also trage ich alles. Neu. Stiefel. Umarmung des Vampirs. Nahkampfkills verleihen Gesundheit. Ah. Würde interessieren. Und nun Gut zu die wissen. Musik. Alles leer. Gut, schauen wir mal ins Menü. Wegen der Kleidung. Was haben wir denn da? Brennender Heiligschein. Ah, wir haben jetzt vier Sachen für eine Ausrüstungsdingens. Puh, was fliegt denn da gerade am Bildschirm vorbei? War ein Staubkörnchen. Habe ich gesehen. Gut, ja. Brennender Heiligenschein, aha. Also wir können vier Sachen für eine Rüstung tragen, aber nur gleichzeitig eins. Jetzt habe ich das endlich mal verstanden. Gehen wir mal weiter und hinten rein. Ich wusste doch, dass da irgendwas versteckt war. Gut, gehen wir mal. Hey, Mister, wir wollen Ihnen helfen. Kennen wir uns? Da bei der Verlosung vorhin. Ohne Sie wären wir nicht entkommen. Daisy hat immer gesagt, dass mal einer wie Sie kommt. Ach, das waren die vom Rummel. Stimmt doch. Jetzt haben die hier noch ein Geschenk für mich. Das habe ich doch gerade auch noch gehabt. Ist hier? Ah, hier ist das Klo. Keep this a error. Halt diesen Bereich sauber, es ist dein Job. Was die alles verdonnert werden, die armen Farbigen. Das ist echt. Echt nicht schön. Ja, stell dich nicht so an, Mädel hier. Das ist alles normal. Hast du noch nie eine öffentliche Toilette benutzt? Riecht gut, ne? Komm, wir gehen lieber raus, Elisabeth. Das stinkt einfach nur. Und hier? Sie haben hier nichts verloren, Sir. Gehen Sie lieber, sonst bekommen wir noch beide Ärger. Ja, wenn ich mal auf die Toilette muss. Dann kann ich halt nichts dafür. Okay, das ist nur das Mädchenklo. Was steht hier? Bitte, Sir, bitte. Wenn man sie hier findet, bin ich schuld. Warum sind Sie schuld, wenn. Was ist das denn? So, Rohrbruch. Gut, holen wir uns mal die Sache hier. Ausrüstung betrachten. Hemd, Nitroweste. Erhöht den Streuschadenradius von Sprengfallen. Ausrüstung anlegen, Vergleich anzeigen. Okay, wir nehmen die Ausrüstung und zwar ziehen die aber noch nicht an. Und ciao, ihr beiden. Habt euch lieb. Ah. Benehmt euch mit Umgang mit Höhergestellten. Ah, wo sind wir hier? Ein Casino. Ah, Puppentheater aktivieren. Bist du ein Schlaukopf oder ein Schwachkopf? Ich bin Ein ein. Schlaukopf reinigt jeden Sonntag ungefragt das Gewehr seines Vaters. Ein
Schwachkopf schießt jeden Tag Mäuse damit und stellt das Gewehr schmutzig zurück. Drum denk immer daran, sei kein Schwachkopf. Aber ein Schwachkopf ist doch besser, weil er schießt ja die Mäuse alle tot, die Plagegeister. Ja. Ach, das haben wir schon gesehen. Poppen da, da ist das gleiche. Was hier? Ah, der Rummel hier. Kann man hier rein? Gesperrt. Scheiße. Ah, hier Silberigel, haben wir noch ein bisschen was gefunden. Ach, das sind alles Puppentheater. Cotton Candy, free today. Ja, ich will eine haben. Da steht doch free to Dingens. Ey, gib mir mal eine hier. Ah, ich will eine Zuckerwatte. Oh, dann eben nicht. Schauen wir mal weiter. Was gibt's denn hier Tolles? Ach, das sind hier die Zinnsoldaten. Schreibtisch durchsuchen. Ah, die kriegen auch einen Drehbaum, die Kleinen. Hier, für die Kasse. Hier, Mr. DeWitt. Danke. Vielen Dank. Die pumpt uns mit Geld zu, oder was? Salz und Igel. Ach, hier. Nimm das. Du sollst das Salz... Ach so, geht nicht mehr. Welche... Er hat gesagt Kasse. Welche Kasse meint die denn? Ist auch gesperrt. Ihr geht's nicht gut. Was heißt das nicht gut? Nun, ein Storch, kein Ehemann. Sie sollte für ein paar Monate nach Finken verschwinden oder so wohin. Und dann wiederkommen. Würde doch kein Mensch merken. Was reden die da? Ich weiß es gerade nicht, aber auch egal. Silver Eagle, Poppentheater aktivieren. Aber ich würde gerne erst nochmal hier gucken, was hier ist. Warum gibt es eine Toilette für Farbige und eine für Weiße? Ist eben so. Das macht's doch nur unnötig kompliziert. Ja, normalerweise gibt es eine Toilette für Frauen und für Männer. White. Ist doch... Ach so! Sie unbedingt, dass wir verhaftet werden? Irgendwie kenne ich die Melodie. Alter, was die für schicke Klos hier haben. Da haben wir ein bisschen Geld gefunden. Was mich jetzt ein bisschen fragwürdig macht, ist... Warum haben die Weißen so ein super gepflegtes Klo und die... Braunen, also die farbigen, so ein verdrecktes, schmutziges. Sie erwarten nicht, dass ich mit da reinkomme. Kacklo. Nee, musst du nicht. Wir haben noch ein Zoxophon. Als ich Columbia zum ersten Mal sah, hatte ich noch nie einen klareren, blaueren Himmel gesehen. Es war wie im Paradies. In Ordnung da drin? Alles okay. Sah man ein Meer von Weißen, die einen kalt anstarrten. Ah, das, die Fitzroy, die war gerade... Ja, jetzt, gib doch mal Ruhe jetzt hier. Ich war noch mal kurz aufs Klo. Wir hören jetzt mal das hier an. Kommst doch. Als Junge hatte ich einen Hund namens Bill. Und wie alle Hunde war Bill ein loyaler Freund. Hätten wir ihn nicht gefüttert, Bill wäre loyal gewesen. Hätten wir ihn geprügelt, Bill wäre loyal gewesen. Erst wenn der Farbige dies von sich behaupten kann, wird er seinen Platz in der Gesellschaft finden. Und diese schreckliche Erin O'Malley, wenn dein Vater das erfährt. Ah, schlimm genug, dass er diese Kartoffelfresser bei sich beschäftigen muss. Oh, Frederick, du bringst mich noch zur Verzweiflung. Was hat er denn jetzt schon wieder angestellt, der Kleine? Naja, ist nicht unser Ding. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier rum. Kinetoskop, schauen wir mal rein. Das Wort des Propheten. Ja, es wird zu schnell. Können wir mal so angucken. Seht den Trinkern, den Faulenzen. Oder arbeiten die? Seht die Hu... Oh.
Aha. The future is fiction. Ah, Jeremiah Fink, das ist doch der Typ, der am Rummel war, der die zwei gerade, ja, festgehalten hat. Es fühlt sich so an, als ob es immer hängen bleibt, wenn ich aus diesem Kinetoskop rausgehe. Da ist noch Müllabfall. Eine Orange gefunden. Wo waren nochmal die anderen Dinger? Kommen Sie! Lassen Sie sich mit unserem Landesvater fotografieren. Er hat den Kirschbaum gefällt. Er hat den Delaware überquert. Auf Knien hat er das Schwert des Engels Columbia empfangen. Kommt, Leute! Zeigt eure Treue zu Flagge und Nation! Den Himmel beugte Comstock das Knie und sah in seiner Prophetie ein Eden stehen dort im Dunst. Von der Welt verleugnet, doch mit des Himmels Gunst. Mhm. Ah. Schlückchen getrunken. George Washington. Staunt, die Geschichte wird lebendig. Motorisierter Patriot. Comstock wird sich um Sie kümmern. Ich weiß nicht. Manchmal denke ich, die Vox Populi sind einfach... Naja, ich habe nie einen getroffen. Okay, gehen wir mal einfach weiter. Wir haben jetzt schon genug gesehen. Sir, wissen Sie zufällig, wie spät es ist? Nee, ich habe keine Uhr dabei, das kann ich leider nicht sagen. Wenn ich eine hätte, hätte ich schon... Ja. Alter, wie viele Puppen hier es gibt. Schwachkopf, Dummkopf. Es gibt wohl keinen anderen Weg. Elisabeth. Annabelle? Wie bitte? Annabelle, ich bin's, Esther. Oh nein, ich bin nicht Annabelle. Ganz sicher? Mein Name ist Elizabeth. Kennen wir uns? Elizabeth? Das ist ja ein ganz reizender Name. Das war ja seltsam. Wie Annabelle heißt du? Guck mir nicht so schön an, sonst verliebe ich mich noch. Oh, ich hab mich verliebt. Gehen wir weiter. Der Park schließt. Der Park schließt, Leute. Ach, das ist ein Park. Ja, diese Schuhe gehören wirklich mal geputzt. Ich hab wohl nicht recht aufgepasst. Summst aber schön. Was summst du denn da? Wird wohl regnen. Besser Regen als Schnee. Ja, das ist auch wieder wahr. Ah. Erleben Sie die Zukunft der Energie in der Hall of Heroes. Läuft ausschließlich mit Fink Industries Shock Jockey. Ah. Vorsicht, hier ist frisch gekehrt. Ja, aber auf dem Teppich nicht. Auf dem Boden schon. Oh. Ah, die Mülltonne durchsuchen. Ich bin so ein Mülltonnenmann. Haben Sie Sauerkraut? Sauerkraut? Ich glaube schon. Dann, einmal bitte. Was macht das? Einen Silberigel. Okay. Was ist das für ein reicher Bonze hier? Es sieht schon so... Der wurde detailreich gemacht. Aber die alle wurden fast gleich gemacht. Naja. Die Gondelstation. Huh, was war das denn jetzt? Wir werden hier empfangen. Verzeihung. Ist was, Kumpel? Nee, ich schau nur. Was soll denn sein? Ja, dann geh nicht zu dem hin, wenn der raucht. Also ganz ehrlich. Ja, ich habe auch einen Hustenreiz. Ja, ganz viel Sandwich und Müsli. Was mir ein bisschen fehlt hier bei Bioshock Infinite, ist so wie früher beim Bioshock 1 oder so, dass du so 9 Medipacks dabei hast und dann die immer reinpfeifen kannst, weil sonst ist das ein bisschen schwierig. Ah, hier. Glocke läuten. Zwei Tickets für die Fahrt zum Luftschiff, First Lady.
Ja, Augenblick, Freund. Ja, hab ich. Wie wollen Sie vorgehen? Und schnell, wenn's geht. Hey, Mister, Sie werden Verstanden. Ich rufe wieder an, sobald alles klar ist. Das gefällt mir nicht. Ja, schick den Vogel. Wir sind bereit für den Zugriff. Entschuldigung, wird man hier mal bedient? Sicher, Sir. Sorry wegen der Warterei! Ah!